Anlass gibt. Ja, wie sind Sie denn dazu gekommen? Ist eigentlich beruflich. Ich arbeite jetzt seit gut einem Jahr in Basel. Und dann habe ich gedacht, ich mache mal etwas in der Gegend. Und so ist man auf Liest gekommen. Aha, klar, ist ja auch das Nächste, oder? Und dann weiter an die Fasnacht noch haben. Nein, nicht an Fasnacht. Also, ich komme eigentlich erst am Luzernischen. Für mich ist das eigentlich jetzt der Abschluss, würde ich sagen. Ah, okay. Auch sehr schön. Jetzt nebenan ist der Pascal, der ist ein bisschen weiter unten. Du hast ja vorher gerade das Nasentuch von der Nase gehabt. Hat es so fest gestunken, oder was ist? Ja. Hat es viel Rauch? Ja. Aber sonst geht es gut? Ja. Seh, du bist FCB-Fan? Ja. Okay. Ja, und was haltest du vom Hirnbesen? Ja. Das ist toll. Ja. Super. Also, mach genieß es noch. Okay, dann gebe ich zurück zu Adrian und zu Robert. Ja, das war jetzt ein sprüchiger Interviewpartner von Miriam. Es ist wieder ein Riesenwagen, der du aus der Erde durchkommst. Ja. So sieht es wirklich aus, als würde das Dörrli in jedem Moment verbrennen. Ja, ja, aber die Feuerwehr wird hier immer schön abspritzen. Also, die in die Becken immer befeuchten, also nass machen, sodass es nicht in Brand kommen kann. Wenn man die Bilder sieht, dann versteht man natürlich, wieso, dass die natürlich früher Angst hatten. Ein Doppelbesen, den sehen wir hier gerade. Ja. Lustig. Und da hat die Feuer alle schon ein bisschen fest die Tore weggebrannt bei dem Herd, den wir gerade sehen. Ja, da sehen wir, hat sich jetzt Glut abwischen. Ja. Und dafür, wenn man. Jetzt hat er den Hut nass gemacht. Und damit kann nichts passieren. Der Wagen, den wir vorher gesehen haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ist der Wagen von der Schnapsbierli. Und auch die sind jetzt 20 Jahre dabei. Das ist auch wieder ein Rinima, dass sie mindestens 5 Sterne oder so Holz, die jetzt hier wieder brennen. Das ist richtig, ja. Wenn es Schnapsbierli sind, der hat 5 Sterne. Auch das sind. Alte, ja, mit 20 Jahren sind wir schon lange dabei. Die haben das Wasser gerade dabei, dass sie sich selber abkühlen können. Das brauchen wir! Die wollen es noch feiern. Ist ja so, wenn man ist stolz, wenn man mit so einem kleinen Besen durch die Städte laufen kann. Das, man ist stolz, ja. Das ist wirklich ein Gefühl. Es ist ein tolles Gefühl, als Zuschauer da sind. Das Wechselbad von dem Gefühl. Und wenn man den selber dreht, das ist ganz anders. Dort ist eisig die Last, das ist die Wärme, die man so dulden. Aber es ist ein Hochgefühl. Zuschauer, die einem zujubeln und die, die einen kennen, die den Namen rufen. Das ist wirklich ganz. Ganz fantastisch. Können Sie sich überhaupt vorstellen, jemals wieder als Zuschauer am Chiembesen dabei zu sein? Oder wenn man da mal mitgelaufen ist, möchte man eigentlich gar nicht mehr aussen anstehen. Das ist schon so, ja, ein bisschen. Aber gleich, ich bin jetzt pensioniert und ich frage mich, wie lange ich dann noch rüstig bin und jetzt geht es noch gut, wie lange ich noch Besen tragen kann. Also ich sehe mich durchaus, dass ich das auch wieder einmal als Zuschauer erlebe. Und heute ist es nochmal eine ganz neue Sache für mich. Ich habe nie gedacht, dass ich das kommentiere, den Chiembesen. Aber es ist auch nicht schlecht, oder? Es ist auch nicht schlecht, ja. Es ist eine ganz neue Erfahrung und das macht einem Freude.
Schön wäre, die Bildschirme hier im Wagen ein bisschen grösser wären. Ne? Ja, oder wenn wir oder ein bisschen die Wärme vom Feuer ein bisschen könnten spüren. Das auch, ja. Wir frieren uns da am Fies. Aber schon die Bilder alleine erwärmen das Herz. Das Herz. Ja. Das sind relativ grosse Besen, die wir hier sehen. Oder? Ja. Das sind sehr grosse Besen. Besen, die sind etwa zwischen 20 und 70 Kilo. Und so einen grossen Besen kann man dann eigentlich fast nicht allein auflüpfen. Da muss jemand helfen, vorne anzustemmen und bis man ihn gelben hat. Sehr schön gebaute Besen, das ist ein ganz schöner, sehr schön breit. Und brennt uns schön. Sehr schön. Werden wir dann noch Johannes Eiberg sehen. Er ist verantwortlich für den ganzen Kirnbesenzug der Städte. Und wer hat er dann als Letzter dürfen? Er hat dann zuerst als Letzter, er muss ja auch hier oben immer schauen, und er hat dann als Letzter seine Besen ins Feuer und wird dann als Letzter drauf tragen. Wie sieht das aus mit der Vorbereitung? Wo sind Sie die Kienbesen und die Feuerwege machen? Was steht da für uns? Ist alles vom Kienbesenverein auf dem Programm? Aber da hat gesagt, Sicherheit ist die Stadt zuständig. Für was müssen wir denn sonst noch schauen? Also der Kienbesenverein ist eigentlich mehr da für das gemütliche Zusammensein, dass man die Möglichkeit hat, sich auch unter dem Jahr auszutauschen und sich zu treffen. Aber sonst ist es eigentlich die Sache vom Fasnachtskomitee. Das Ganze steht eigentlich unter der Leitung des Fasnachtskomitees. Also geht es bei euch wirklich nur darum, am Fasnachtssonntag Burg oben starten und das Städtchen durch abzulaufen? Ja. Hat man hier jeden persönlich von den Kienbesenläufern, oder? Weiss man, ja, der macht noch mit oder der macht noch mit? Ja, mit der Zeit lernt man immer mehr kennen. Es gibt mehr Kameradschaft, es verbindet schon. Aber man kennt lange nicht alle. Wie gesagt, eben, es kommen immer mehr auch von außen dazu. Und das ist schwierig zum Stoppen. Was sind denn das für Leute, die hier mitmachen? Sind da vom Banker bis zum Handwerker bis zum Professor alle dabei? Oder? Da findet man alles, ja. Das ist nicht gegeben für die einen oder für die anderen. Es ist einfach der, der Freude daran hat und eben, der sich verbunden fühlt mit den Ersten, der macht da mit. Und natürlich eine grosse Gemeinsamkeit, und das ist die Vorliebe für Feuer. Also alles ein bisschen Pyromanen. Kann sein, ja, dass man das sein muss. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, ich sei ein Pyroman. Dann müssen wir sagen, es nicht weiter, keine Ahnung. Ganz am Schluss sollte der Pfaff Pauli noch kommen mit seinem Wagen. Das ist dann der grösste Wagen. Und der ist auch schon seit 44 Jahren dabei. Das ist dann nochmal ein Highlight. Die haben jetzt gerade auf das Jahr wieder den Wagen neu gemacht. Wie gesagt, eben so circa nach 10 Jahren so einen Wagen durch. Also 10 Mal brauchen wir schon so einen Wagen schon durch. Und das ist ein rechter Kostenpunkt, so einen Wagen. Ah, da haben wir sie jetzt genau im Bild. Das ist der Wagen, den ich gesprochen habe, vom Pfaff Pauli. Das ist der grösste vom ganzen... Das ist der grösste, ja. Der hat 8 Stäbe, gut geladen. Und wir sehen, schön, wir sind jetzt vor dem Städtchen. Er brennt, schön. Und wieder vor der gleichen Zuschauer. Also
vielleicht zum Wagen selber. Der Wagen allein hat 2 Tonnen und ist mit 4 Tonnen Holz beladen, also 6 Tonnen, die die jetzt hier durchziehen. Das ist enorm, wenn dann auch vor allem die Bugstrasse durchab, wenn sie durchabgeht. Mit dem Bremsen, also was die für ein Gewicht müssen stoppen. Nein, eben, wie gesagt, die Konstruktion ist mit diesen Bremsfüßen. Also die drücken eigentlich die Deichseln am Boden. Du darfst ihn dann nicht lüpfen, dann kannst du ihn nicht heben. Also die müssen die Deichseln am Boden drücken und damit wieder über die Bremsfüße wieder dann bremst. Und das auch aus Sicherheit. Also wenn irgendetwas von den Leuten her passieren will, das stoppt der Wagen von alleine. Was wir vom Verein aus machen, ist das Kiembäsenzelt, also ein Bach. Und man trifft sie natürlich nach dem Kiembäsen, dort unten wieder in der Bach. Ein grosses Zelt, wobei dieses Jahr jetzt sind wir in einem Raum drin, und haben das Zelt nicht mehr aufstellen. Ist der Kiembäsen eigentlich das ist der wichtigste Anlass für die Stadtliste. Jetzt eben so zum Publicity gegen außen zu machen. Ich würde sagen, der schönste Tag im Jahr in Liestl ist die Kiembäse. Das schon. Und dann gibt es noch einen zweiten schönen Tag. Das ist der Bandtag. Habe ich fast vermutet, das ist, dass du das... Aber nur für die Männer nicht. Aber der schönste Tag, darf man schon sagen, ist die Kiembäse. Das ist der Anlass in Liestl. Und also ich kann da nicht auslassen. Sie waren nie in der Ferien oder so? Oder wenn die Frau gesagt hat, gehen wir dann in die Ferien, haben sie gesagt, sicher nicht, dann ist Kiembäsen. Oder ist das schon gar nicht zur Diskussion gestanden? Also ich, wenn es gegangen ist, bin ich nicht, ich bin ein Jahr nicht da gewesen, aber dann habe ich geschäftlich bin im Ausland gewesen, und es ist einfach nicht anders gegangen. Aber sonst lasse ich das nicht aus. Aber jetzt müssen wir gerade die Augen mit erleben. Jetzt geht der grosse Wagen durch die Stadt wieder rein. Und wir haben gehört, wie die gejubelt haben und gejuchzt haben. Jetzt geben wir noch mal zu Miriam Jausen ab. Ja, bei mir ist der Chef des Kiembäsen, das ist Johannes Eiberg. Jetzt kommt hinter dran ein Wagen, muss man ein bisschen brisieren. Ja, jetzt kommt der letzte Wagen, Paffbeule, nachher ist der Umzug um. Ist alles gut gelaufen bis jetzt, was ich gehört habe. Aber ich denke, jetzt wird es langsam eng. Jetzt wird es eng. Also gehen Sie weiter und ich hoffe, der Schluss ist auch noch gut. Ja. Das war jetzt der Kiembäsen-Chef. Das war der Kiembäsen-Chef. Ja. Der lässt sich auch nicht mehr genau selber am Umzug zu machen. Der ist schon so viele Jahre dabei. Der hat als Bub schon angefangen. Das ist ganz klar. Er ist auch hier organisiert, alles beim Bäsen machen. Schaut, dass Holz da ist, dass alles klappt. Das ist eine grosse Aufgabe. Gut, Robert Baunscheik, das war schon gesehen. Der Herr Eiberg hat es gesagt, das ist der letzte Wagen vom Pfaffpäuli. Danke vielmals, dass Sie hier da sind. Es hat wirklich Spass gemacht, mit Ihnen das zu kommentieren. Es war sehr interessant. Wir zeigen den Kiembäsen auf Telebasen nochmal. Und zwar heute Nacht oder heute oben um 21:30 und um 22:30. Und dann morgen Nacht um 12:40 und um 14:30 können Sie den Kiembäsen die eindrücklichen Bilder hier aus dem Städtli noch mal live, oder nein, nicht mehr live, aber dann können Sie die noch mal bestaunen.
Dortmund und Tele Basel machen wir jetzt eine kurze Fasnachtspause, bis dann um 4 Uhr mit dem Morgenstreich definitiv losgeht und die drei schönsten Tage zu Basel anfangen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns dabei sind und das Spektakel mitverfolgt haben. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Adi miteinander. Exklusive Übertragung ist hier.